Boah, da hatte mich gerade einer angerufen, eine unbekannte Nummer. Ich dachte so, ey, wer ist das denn, ne? Kenne ich gar nicht die Nummer. Und jetzt habe ich gerade zurückgerufen, das war der Alex. Lol. WoW ist doch noch gar nicht draußen. Ja, aber, ne, kannst du ja denken. Und dann ist er noch irgendwie krank gerade. Aber eine Private Talks. Er soll sich mal ein bisschen Mühe mit Heroes geben. Ja. Wieso ist der gut? Ja. Er ist ein guter Spieler, aber. Im MMO-Bereich eher so. Oder in MOBAs. Nicht MOBAs, in Hack and Slays wollte ich sagen. Was ist das denn? Sowas wie Diablo zum Beispiel. Ah, okay. Ja, Shooter macht er auch ein bisschen. Aber der hat leider keine Interesse an Heroes. Ja, doch, der hat ja mal angefangen, aber er sagt ja auch, es ist ein cooles Spiel, aber ich glaube, er hat nicht so die Motivation, hier das Spiel näher kennenzulernen und ein bisschen besser zu werden, so, ne? Und ich glaube, ganz ehrlich, auch wenn er das Video jetzt sehen sollte, ich glaube, seine Selbsteinschätzung mit dem Spiel ist auch ein bisschen noch nicht so ausgereift. Er meint halt, das Spiel ist super easy, das ist so ein Bob-Spiel, weißt du, da braucht man nicht für zu üben, er kann schon alles, obwohl er 10 Runden gemacht hat, ne? Und klar, es ist sehr einsteigerfreundlich, aber wenn man hochkommen will und das mastern will, dann ist das gar nicht so einfach, wie man denkt, ne? Ja. Ja, es ist so wie jedes Blizzard-Spiel, ne? Easy to learn, hard to master. Ja. Wir spielen gegen Gunnar übrigens. Sollte man ihn Wer ist kennen? Gunnar? Auch wieder ein Das ist ein Streamer, deutscher oder? Name. Ein altdeutscher Name. Find den Namen cool. Ich dachte, das wäre schon wieder ein Streamer. Nee. Oh man, er geht steil. Ja, glaube ich auch. Einfach mal in vier Leute reinspringen. Ja, Graumähne ist auch super schwer zu spielen, also im Vergleich zu anderen. Vor allen Dingen wird man gierig, man will irgendwann Ja. alles anspringen. Ja. Man muss halt echt ein gutes Gefühl dafür entwickeln, wann man reinspringt und wen abholt und wann man reinspringt und feedet, ne? Das ist ein Held, mit dem man sehr einfach fliegen kann. Ja. Hier, ich hab einen Overgeist. Oh, ich bin auch tot, glaube ich. Also mit Keltas habe ich gerade ausprobiert, ist nicht so geil bisher. Ja, kann er mal am Spieler liegen, ne? Denkt dran, das Das ist Quickmatch. wahr, das ist wahr. Boah, die Menge ist auch übel, Om nom nom nom. Wie geht das denn mit Greyman? Ja, Ja, das ist eigentlich gut. auch gut. Achso, oder meinst du jetzt, Nee, ich meine eigentlich mit der Energie. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, ich glaube ganz gut, oder? Eigentlich auch gut, aber da muss ich theoretisch warten, bis das da auch reinspringt, ne?
Also Artes. Das Krönchen sieht man ja jetzt auch selber, wenn man es aufhat. Ja, aber nicht immer, das ist ein Bug. Okay. Liz hat schon gesagt, dass manchmal verschwindet das einfach. Da kann auch der Aurel-Spieler das nicht mehr sehen. Man selber auch nicht. Don't greet! Ich hab Angst, ich Nee, die zwei pfeifen hier in der Mitte. Achso. Konnt's verstehen, weil wieder mit 10% weggekommen ist, aber. Rayman. Upsi. Aurel ist nice. Aber Arthas überzeugt mich noch am meisten mit dem Energy. Kann ich meine abgeben? Ja. Ich gebe ab. Wie konnte der Keltos da nicht treffen, ey? Ich weiß es nicht. Bin schon wieder voll. Keine Ahnung mehr. Ja, das Problem habe ich nicht, ne? Jetzt. Ach, verdammt. Ich geh mal so gesehen, Dragosa vor der Fun. Nervöser Zeigefinger. Kannst du mit deiner Steuerung überhaupt die, Ulti zielen, wohin du die stellen willst? Ja. Okay. Wo dann gehst Fall, du quasi mit der Maus hin und drückst dann R oder was? Ja, genau. Ah, cool, okay. Das einzig Blöde an der Steuerung ist natürlich, dass ich bei den Talenten nicht genau sehe, wo die Grenze des Talents ist. Das muss ich mir dann halt angewöhnen. Aber ich finde es trotzdem so besser zu steuern als das andere. Ich hab sie. Schön. Noch Deffen, Guys. Alle voll gierig hier nach Kämpfen. Ja. Ich habe auch nur noch Tunnelblick hier. Quick Match Party. Ja, noch keiner zurückgegangen. Und hier.
Ich hab hier einen. Da hab ich noch einer. Na gut, da ist ein Tower. Lass mal zahlen. Die dürfen nicht bezahlen! Wenn der Turn in durch ist, ist GG. Let's him win. Gab's ein Counterplay? Ja. Auriel gegen Auriel. Genau wie es sein sollte. Jetzt gehe ich zurück. Ich muss mich zurückziehen. Da oben gammelt Greyman ab. Stealth hat ihm nichts gebracht. Wir müssen gleich mal was ausprobieren. Megasort, lass uns beide mal zu unserem Camp gehen gleich. Okay. Quatsch, lohnt sich aber noch nicht. Erst wenn wir 16 sind. Nein, ich wollte gerade meine Ulti machen. Jetzt hast du meine Ulti geruptet. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wärst du tot. Ich hoffe, du weißt das. Ja, ich hatte ja das Q noch. Mhm, klar. Schöne Stelle für Chromi-Ulti übrigens. Ja, wo es eng ist. Genau. Was sollten wir jetzt machen? Camp oder was? Nee, noch nicht, erst mit 16. Achso. Ich will gucken, ob wir irgendwie die Stacks pushen können. Mhm. Weil das Hardcore OP wäre, wenn das geht. Musst du nur den Keltas wegschicken. Mhm. Dachte mal, er soll Boss machen oder irgendwie sowas. Ja, jetzt müssen wir eh deffen. Um Nova. Oh, hier. Erstmal deffen und dann können wir es mal ausprobieren. Ja, das ist Nova. Fuck.
gekillt in Diablo, ja. Tschüss, ne? Ah. Oha. Das Kiepfeld. Ja, klar. Wir haben ja auch nicht gedefft, ne? Oh, doch unten haben wir gedefft, ne? Ja. Und dann hieß es nur... Oh, hier ist Nova! Ihr habt doch gesagt, ich bin killgeil. Ah, ist ja okay. Ich bin stackgeil. Also, wir gehen jetzt erstmal schön. Stapeln. Wie gesagt, du musst dem Keltas aber erst sagen, was er machen soll. Genau, geht immer woanders hin. Nicht, dass der Keltas uns jetzt hier. Ja, und tu mal so, als ob er Boss machen wollte oder irgendwas. Was soll ich jetzt machen? Nichts, nur Schaden nehmen. Maligi, hau ab! Hau ab! Oh. Du klopfst die Sachen doch um, vergiss es einfach, ey. Wie, ich klopf. Wie soll ich denn machen? Nur Schaden kriegen, ich heil dich doch. Ich wollte gucken, ob das dann. Das ist auch egal. Vergiss es einfach. Da hab ich's noch nicht verstanden, was du machen wolltest. Muss ich verkämpfen. Oh Mann. Wahl. Oh, Graumähne hat mich aufgegessen. Das ist die Nova heute. Oh man. Killgierig. Ich wollte eigentlich, pass auf, guck mal. Ich hab Boss doch incoming. Auf Level 7 habe ich doch, dass du, wenn du Schaden bekommst, weil du die Krone hast, bekomme ich Energie. Ja. So. Jedes Mal, wenn ich aber auf 16 habe ich geskillt, jedes Mal, wenn ich einen heile, wenn ich volle Energie habe und einen heile, dann kriege ich einen Stack und heile dann beim nächsten Mal mehr. Mhm. So, deswegen war meine Idee, du stellst dich in das Camp rein, machst keinen Schaden, okay. Kriegst die ganze Zeit Schaden, dadurch kriege ich Energie, heile dich die ganze Zeit, dann stehen wir da 5 Minuten und dann komme ich um die Ecke mit 5000 Heal pro W. Nach 5 okay, Minuten. Aber ich muss doch wenigstens Autotext machen. Das weiß ich nicht. Ich dachte eher an sowas Geiles wie im Kreis laufen oder so. Vielleicht geht das auch mit dem Boss. Oder hold position oder so. Geh mal zum Boss. Wieso haben die keinen Boss gemacht? Ja, ja das sind Noobs. Also ich mache jetzt Autotext oder mal. Ja genau, nichts. Autotext. Warte, ich drück hold position. Guck mal hier, meine Mana geht hoch, ne? Hier, ich drück einfach nur hold position, okay? Ja. Bin doch gleich tot. Ja, okay. Und? Ja, es würde klappen. So, dann können wir jetzt das Spiel gewinnen. Aber das wäre wahrscheinlich nicht effektiv, ne? Doch, eigentlich schon. Das Problem ist nur, dass die Gegner kommen und einen abfarmen. Ich meine, mit zwei Leuten da so lange rumzugammeln. Ah, das denke ich auch. Das wird halt schwierig. Da müssen die anderen drei in der Zeit zocken, aber. Ich glaube im Prinzip würde sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Ne? Ich glaube auch nicht, weil das für zwei Leute ein zu hartes Commitment wäre. Mhm.